Hallo und herzlich willkommen beim letzten Viertelfinale. Ja, alle vier Viertelfinalspiele wurden gespielt und nun könnt ihr euch darauf gefasst machen, was hier passiert. Auf der einen Seite haben wir hier ganz grandiose Skaven, die sehr gut bisher performt haben. Wir treffen uns am Tresen von Verdammt, ich lepp dich. Ja, wo Skaven auf Waldelfen treffen. Waldelfen. Gespielt von Stor. Die letzten verbliebenen Waldelfen im Pokal. Mal sehen, was hier passieren wird. Wer von beiden einziehen wird ins Halbfinale. Ja, und die Halbfinale, wie angekündigt, werden wir versuchen live zu senden. Deshalb werden da unsere Coaches gebeten, natürlich für uns persönlich schöne Aufzeichnungen zu machen, wann sie können, dass wir das mit denen absprechen können. Mal sehen, was das ergeben wird. Von jetzt an aber dieses tolle Spiel. Mir zur Seite steht der renommierte Coach Das Schillock. Hallo Schillock. Einen wunderschönen guten Tag an das Publikum und Satuna, ich hab dir doch gesagt, du sollst mit deinen Zwergen nicht jedes Mal einsaufen. Ja, meine Stimme ist noch immer ein bisschen geschädigt, meine lieben Zuschauer. Ich bin immer noch sehr erkältet, aber das kriegen wir schon hin. Die Aufstellungsphase beginnt. Hier sind einmal die Namen. Eins von zwei. Ja, da sieht man hier, wie einige Nimmern gesagt worden sind und man sieht, wie die Mannschaften heißen. Hier einmal kurz die Spells, die die Spieler genommen haben, eingeblendet. Genaueres könnt ihr aber im Anfangsvideo sehen, im allerersten des Pokals. Und jetzt gehen wir einfach mal und genießen dieses Spiel. Eine sehr enge, aggressive Defensivaufstellung der Waldelfen, würde ich sagen. Und nun baut sich natürlich der Skaven auf für den Angriff. Ich übergebe aber jetzt ein bisschen mehr an Schillock, weil meine Stimme will ich ein bisschen schonen. Ja, ist glaube ich auch besser. Nee, also bei den Elfen muss ich sagen, ich bin der Meinung, ist eigentlich eine schöne Standardaufstellung. Die wichtigen Spieler hat er in der Mitte sicher halten. Aber beide Leute haben bei ihren Big Guys keinen Level Up drin gehauen. Finde ich interessant. Ja, den Trainer Rupe kenne ich leider nicht persönlich, habe leider noch nicht das Vergnügen gehabt, gegen ihn zu spielen, aber er hat eine schöne asymmetrische Aufstellung. Definitiv, definitiv. Ich habe gegen ihn schon gespielt, im ersten Spiel habe gegen ihn verloren, aber auch schon in der Liga manchmal. Ist ein guter Spieler aus der zweiten Liga, der hier auf den Coach aus der ersten trifft, den Stor. Oh, da kommt der Blitz. Ja, und du siehst halt, aber trotzdem, der Nachschlag ging dann doch noch. Du siehst, wie alles sich aufbaut natürlich. Das Publikum johlt. Ja, das kann man ja irgendwie verstehen. Da liegt ein Elf am Boden. Ja, wir haben aber, guck mal, wir haben kein Ersatzspiel bei den Elfen, aber zwei beim Skaven. Das wird doch was zeigen, oder? Ja, ich hoffe drauf. Schön nachtreten, immer rauf da. Aus einem anderen Grund gucken wir uns das Spiel ja gar nicht an. Wir wollen nur sehen, wie die Elfen getreten werden. Da hast du vollkommen recht. Aber Spaß beiseite, er baut natürlich jetzt eine schöne Ecke auf, so dass er mit dem Ballträger dann reinlaufen kann. Und der nächste Elf gelähmt. Oh, er hat den Ballträger gar nicht bewegt. Okay. Nee, erstmal aus Sicherheitsgründen hinten bleiben. Ja gut, stimmt. Ich vergesse gerade, Elfen können ja auch ziemlich schnell laufen. Oh, das ist natürlich was, was ich persönlich noch nicht so erlebt habe in meinen eigenen Spielerfahrungen. Ein Runner-Team gegen ein Runner-Team. Ja, du spielst ja keine Runner-Teams. Nein, nicht wirklich, ja, das ist richtig. Obwohl ich zugeben muss, einer meiner Zwerge könnte langsam in dieses Team reinpassen. Naja, aber nur langsam. Oh, 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 das sieht doch wieder nach einem harten Schlag aus. Aber ihr seht hier, liebe Zuschauer, was hier gemacht wird, ist natürlich eine Absicherung. Hinten, der Werfer wird gut abgesichert.
Der mit dem Klammerschwanz blockt nunmehr drei Elfen. Jetzt wird hier wieder an der Seite angegangen. Man sieht, jetzt wird dieser Feldspieler umstellt. Ebenso der böse Wicht hier. Jetzt steht er wieder auf und ihr seht, jetzt wird hier der Angriff gemacht. Zwei Würfelblock. Und schon ist der Rattenoger am Boden. Ja, Rattenoger am Boden, das ist immer eine schöne Sache. Das braucht ja auch eine Weile, bis der wieder aufsteht. Auch hier haben wir wieder mal die Standardabfolge gesehen. Erst alle wichtigen Züge, dann die Blocks, dann wieder ein paar, die noch aufgestellt werden mussten, die vielleicht Überlegungen waren. Und ganz am Ende der Big Guy. So sollte man das immer machen, oder Sherlock? Ja klar, also mit dem Big Guy bin ich auch immer der Meinung, immer als letztes. Aber wir haben ja nun schon oft genug gesehen, dass man auch mit dem Big Guy als erstes starten kann. Ja, aber das ist meiner Meinung nach meist fahrlässig. Ich finde es auch nicht immer praktisch. Wenn er wirklich essentiell für die Bewegung ist, kann ich es verstehen. Aber da gehört mir zu viel zum Glück dazu dann. Der Reroll war jetzt ihm wichtig. Du siehst, die Ballverlagerung wird gemacht. Passspiel klappt nicht, das ist natürlich Pech, ne? Das ist jetzt Pech für ihn, Glück für die Elfen. Ja, und da sind die noch da in der Nähe, um den jetzt rauszuholen. Dafür muss aber auch erst der Rattenoger. Ja, nee, ist nicht mehr dran, hast recht. Oh, und eins von fünf. Genau, und eins von fünf ist verletzt. Nichts Langfristiges, gut, ist ein Resurrection-Turnier. Und jetzt siehst du ja auch natürlich, was passiert. Ein Fünftel raus. Komm schon, drei Fünftel auch bitte raus. Ach, verdammt. Ich mag das Ausweichen. Eine schöne Fähigkeit. Aber da siehst du mal, was passieren kann, wenn mal ein Reroll vorne, hinten misslingt und wenn man dann unbedingt nach vorne will. Man muss dann schon überlegen, bricht man so eine Situation dann nochmal einmal ab oder riskiert man es doch? Tja, es war eigentlich nichts Falsches gespielt. Die Rerolls waren richtig gesetzt, die Wurfzahlen waren eigentlich in Ordnung, man hätte es... Also ich sag mal so, viele würden jetzt sagen, nee, ich hätte das nicht gespielt, aber viele hätten das gespielt. Auch ich hätte in so einer Situation versucht, da den schnellen Touchdown zu machen. Er wäre ja durchgekommen. Ja, also der Versuch war auf jeden Fall wichtig. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass dann der Feind den Ball hat in der eigenen Angriffshälfte. Ja, da gerate ich immer ganz schnell ins Schwitzen. Ja, und hier, das war jetzt auch ein realistisch und sehr gut eingesetzter Reroll. Schöner 2-Würfe-Block generiert. Und hier wird wieder erstmal weggedodged, damit ja keine Blocks dem Gegner geben. Ne? Und jetzt siehst du Blitz, was wir vorhin besprochen haben. Er beginnt mit einem Big Guy, das ist immer gefährlich. Besonders da dieser Blitz nicht so super wichtig war. Klar kann man sagen, jetzt kann der Spieler ranstellen an den Ballträger. Man muss immer noch bedenken, das sind Elfen, die dodgen auch mal schnell weg. Ja, das können sie ganz gut. Aber derzeit sieht es nicht so aus, als hätte dieser Blitz irgendeinen Ausschlag gehabt. Siehst du, er hat nichts an den Ballträger rangebracht, also war dieser Blitz eigentlich meiner Meinung nach nicht notwendig als erste Aktion. Ja, nicht unbedingt. Na, da holt er noch seine Ratte weg. Dann möchte auch dem Gegner nicht zu viele Blocks geben. Ich verstehe das gar nicht. Also als Zwerg, ich stelle mich doch gerne ran. Absolut, aber eben Ratten und Waldelfen natürlich nicht so gerne. Obwohl hier die Waldelfen eher die aggressiveren derzeit sind und auch mal rangehen. Ja gut, müssen sie ja auch. Die müssen ja auch versuchen durchzukommen. Wichtige Spieler wie werden wieder hinten gesichert. Na, jetzt wird Hooper aber auch überlegen. Wie kommt er jetzt am besten noch an den Ballträger ran? Naja, guck mal, er baut sich einen Cage auf. Jetzt wird noch der Baum zuschlagen.
Schöner Drei-Würfel-Block. Hat Stor sich gut gebaut. Der Baum wird jetzt nachziehen. Somit hat er sich wieder ein Feld gut gemacht. Absicherungsspieler. Ich finde das immer noch so mies. Was denn? Ja, wie der Baum zutritt, das sieht immer so mies aus. Ich finde den Klammerschlawanz viel interessanter, also auf jeden Fall. Ja, ist eine schöne Fähigkeit. Tja, liebe Zuschauer, ihr seht jetzt hier hinten natürlich, es wird alles vorbereitet und man sieht jetzt, die Ratte will natürlich hier hinten verhindern, dass hier hinten ein Pass drauf geht. Aber der ist natürlich ein Plotscher. Also kein Plotscher, er hat Ausweichen, aber ist gewandt. Das ist natürlich dann immer eine schöne Tätigkeit. Und jetzt ist das wilde Tier mal geprockt, deswegen diesmal nicht der Blitz geklappt. Naja, nee, Blitz hat er ja auch schon eingesetzt gehabt. Er wollte die Ratte jetzt, er wollte den Ogre einfach nur bewegen, den guten Ratten. Mhm. Du siehst jetzt, wie jetzt hier alles mit zwei Linien Verteidigung versucht wird abzusichern. Ja, und natürlich auch so im Weg stellen, dass man, sollte doch ein Pass versucht werden, noch das Glück haben könnte, mit der 6 plus den abzufangen. Tja, das ist natürlich für Stor auch nicht so toll, aber jetzt guck mal, jetzt haben wir Stors Baum wirklich sehr, sehr gut positioniert bei 4 Ratten. Ja, perfekte Variante. Auf jeden Fall. Und er kann jetzt hier einen Surf machen, aber macht es nicht. Na, Stor wird sich denken, er braucht da vorne ein bisschen Platz zum Durchlaufen. Mhm. Er will sich da durcharbeiten und gut ist. Ist ja auch zurzeit mit einem Spieler in der Überzahl. Aber gut, ein Spieler sagt doch nicht viel aus. Gerade bei Ratten und bei Elfen, da ist die Überzahl nicht unbedingt vom Vorteil. Da stimme ich dir vollkommen zu, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und da ziehen die Ratten wieder hinterher. Tja, und wir haben jetzt natürlich hier die Situation, die Ratten versuchen alles, um es noch zu verhindern, aber 3 Züge sind für Waldelfen echt viel. Oh ja. Und er muss natürlich jetzt alles versuchen wegzubringen. Oh, aber hier kommt wieder der Blitz mit dem Rattenoger. War gut, ist sein stärkster, kann ich verstehen. Ja, und er versucht halt mit Knochenbrecher Leute rauszuholen. Er will Überzahl generieren. Er hat ja mehr Spieler. Er ist der einzige von beiden, der Ersatzspieler hat. Derzeit hat er noch einen in der nächsten Halbzeit. Einer ist ja verletzt. Und hier schon wieder ein guter Drei-Würfel-Block. Ja, und in der nächsten Runde eventuell der Surf. Der wird die nicht aufstellen, glaube ich nicht. Aber du siehst jetzt, wie hier die Bedrohungen gestellt werden, ne? Dass es einfach vorwärts geht. Du siehst ja, klar, auch den Ball. Je mehr Leute du da hinten vorne hast, die den Ball fangen können, desto besser hast du das als Spieler. Du siehst die Verlagerung, ne? Der Gegner ist rübergekommen und jetzt wird das gesamte Spielfeld wieder verlagert. Jetzt wird vorne noch abgesichert. Lass meine Frau in Ruhe, wird er wahrscheinlich auch noch aufheben, damit er den Rattenoger bindet. Oder wegzieht vom Rattenoger, weil der Rattenoger muss ja immer noch auf seinen schönen Spell werfen. Wildes Tier. Ich glaube, das riskiert ihr nicht direkt, einen dran stehen zu lassen. Nee. Und jetzt müssen sich natürlich die Skaven wieder verteilen. Und man sieht jetzt, wie jedes Skaven, der irgendwie nur frei ist, nach rechts gezogen wird. Also man sieht hier wirklich interessantes Defensivspiel. Da sieht man, die Ecke wird angegriffen. Da muss ein Reroll kommen. Sehr gute Wahl. Die rationalen Zahlen nutzen ihre Rerolls sehr gut. Und 7 Bier ist K.O. Ist das der ausschlaggebende Punkt? Ein Spieler weniger auf der anderen Seite, aber man weiß ja nicht, ob ein K.O. wiederkommt. Rattenoger wird zwischen 2 gestellt, damit der Klammerschwanz wirkt. Aber er hat die Leute liegen lassen. Das habe ich nicht verstanden. Oh, das ist wirklich. Den Werfer hätte auf jeden Fall aufheben können und 2 Sechstel hätte auch noch ein Stück. 2 Sechstel hätte er aufheben können, hat doch gar keine Gefahr gehabt. Den hat er definitiv vergessen. Das war jetzt sehr fahrlässig, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird er sich da selber in den Arsch beißen, als er es gesehen hat. Ich denke, mach verdammt. Ich kenne das, ich habe das auch schon gehabt. Ich habe ein ganzes Spiel über meinen Spieler hinten in meinem letzten Drittel des Feldes vergessen. Und wundere mich, warum ich nicht in Überzahl komme. Und der Baum hat seinen Spaß. Ja, aber trotz alledem kann er so nicht abwehren. Er muss auf jeden Fall jetzt viele Ratten rechts rüberschieben. Und vielleicht war wirklich das, dass er sie liegen gelassen hat, sein Fehler. Dass ihm jetzt die Power fehlt. Bedenke, er hat dort immer noch einen Zug, um den Touchdown zu machen. Ja, und Hupe muss jetzt gucken, wie er das komplett verhindert, aber ich bezweifle, dass das klappen wird. Hupe hat so viele Optionen für einen Touchdown, das ist nicht mehr normal. Reroll muss genommen werden, ist ja eh der letzte Zug in der Halbzeit. Und er hat den hinten immer noch liegen lassen. Na gut, aber was soll der jetzt noch machen? Wegdodgen. Ja, aber warum? Also ich kann das schon verstehen. Der ist jetzt an sich unnütz und hilft ihn da nicht wirklich. Aber das ist natürlich jetzt ein interessanter Schachzug, ihn komplett zu umgehen. Das war ein perfekt ausgeführter Touchdown. Damit hat er nicht gerechnet, dass er über die Seite des Rattenogers geht. Ja, hätte ich tatsächlich auch nicht mitgerechnet. Es sah aber cool aus und da sah man einfach den Reichweitenvorteil. Und nun sind die Waldelfen im Angriff. Aber was sagt Nuffle uns? Wie er sagt uns wirklich, dass unser nettes Skaven-Team in Überzahl ist. Ein Spieler mehr auf dem Feld. Das könnte vielleicht sogar der Ausschlag sein. Ich drück die Daumen. Schönes Spiel will man immer sehen. Ausgleich wäre wunderschön. Dann möchte ich noch ein paar Fouls sehen. Auf jeden Fall. Das ist ja gar nicht das Spiel, was wir von beiden sonst gewohnt sind. So, Ball liegt ganz weit hinten. Au! Oh! Ja, bei mir sehen die Zuschauer es noch nicht. Also Vorsicht. Du siehst jetzt hier, die Mannschaften sind noch in der Aufstellungsphase. Ah. Deswegen muss der das Sherlock, der schon in der Zukunft ist, ein wenig auf uns warten. Ich bin näher am Fernsehturm. Ah, okay. Tja. Anstoß. Schon wieder ein Wiederholungswurf für die rationalen Zahlen. Der Ball liegt ganz weit hinten. Und es geht los. Erster Angriff von Stor. Eieiei, zwei Sechstel ist verletzt. Jo. So schnell ist die Überzahl weg. So geht's. So passiert's. Zwei Siebtel liegt am Boden. Ah, und da möchte er den schnellen zweiten Touchdown, würde ich behaupten. Definitiv, er baut sich auf der rechten Flanke auf erst einmal. Hat hinten mit seinem Blitz einen schönen Weg geschlagen. Geht natürlich gut nach vorne. Ah, die Animation finde ich immer noch fantastisch. Schöne Tritte, auf jeden Fall. Wenn sie nur nicht immer so leicht bekleidet wären, dann würde ich sie vielleicht tatsächlich auch mal spielen. Ja, du magst keine Rüstung 7er, oder? Na, nicht so wirklich. Ich teste gerade ein Rüstung 7er Team. Muss aber sagen, ich,
Ich versuche gerade die Pro-Elfen mal. Ah, okay. Hey, 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 der sah böse aus, der Schlag. Auf jeden Fall, dieser Skaven hat richtig hart zugeschlagen. Ein bisschen freier ist gelähmt. Wildes Tier ist wieder ausgelöst worden. Ah, das ist schon frustrierend, wenn es wichtig wird. Wenn Das man ist halt Leute der binden Nachteil des Big möchte. Guys. Man sieht hier halt wirklich sehr taktisches Aufbauspiel. Man sieht, jetzt wird eine Bedrohung gestellt. Ja, das hat Hupe vorhin auch schon. Und das finde ich auch sehr beeindruckend, dass man, obwohl man selber wirklich noch nicht weiß, ob man überhaupt den Ball kriegt, immer noch die Bedrohung setzt. Das vergesse ich persönlich auch jedes Mal selber zu machen. Na, nicht nur du, das vergessen bestimmt viele da draußen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal öfters vergesst. Oder bei welchen Spielen. Bei mir war es wirklich gravierend so, dass ich die Bedrohung vergessen habe zu stellen. In den meisten meiner letzten Spiele. Das ist echt, da habe ich echt ein Problem gehabt. Ich versuche immer dann zu verteidigen und vergesse dann immer, dass ich trotzdem mal einen nach vorne tue. Oh, ein Drittel. Jetzt ist die Skaven in Unterzahl. Ja, aber jetzt wollen wir mal ehrlich sein. Wir beide spielen Zwerge in unseren Hauptligen und mit Zwergen eine Bedrohung stellen ist manchmal schon ein bisschen schwierig, weil dann hast du eigentlich keinen mehr, der den Ball aufheben kann. Das stimmt. Weil mit wem stellst du die Bedrohung? Mit deinen Läufer. Und da ist Zwei zwei Simple Sippen ist auch raus. noch K.O. Eieiei. Immer weniger Ratten auf dem Feld. Und zu viele Elfen. Oma Gobbo wird sich nicht freuen. Oder hat Oma Gobbo seit neuestem Rattenragout im Angebot? Wir haben noch nichts Totes hier, deswegen vielleicht Rattenragout, man wird es sehen, vielleicht aber auch noch anders. Aber du siehst, wieder der Blitz mit dem BK als erste Aktion. Ich Aber sage fahrlässig. ich persönlich muss sagen, gut gemacht. Er ist am Ballträger gerade. Trotzdem. Ja, es ist. Erst einmal die Bewegungen, die Leute, nehmt immer diesen Rat wirklich bei Herzen. Hier wurde mir schon oft erklärt, immer zuerst die Bewegungen, dann die Würfe. Die, mit denen ihr nicht blitzen wollt, die ihr bewegen wollt. Wenn ihr nicht genau wisst, wo noch ein Platz wird, vielleicht dann lassen, aber sonst auf jeden Fall zuerst einmal die Bewegungen machen. Ich leider nicht widersprechen, aber trotzdem finde ich es schön, dass er mit den Rattenrohrer jetzt am Ballträger ist. Runde 11. Interessante Aufstellung. Der Rattenoger ist schwerst umstellt. Ein schwerer Bredouille. Und der muss weg. Blitz auf die kleine Ratte am Rattenoger. Nein, auf den Rattenoger sogar. Sehr schön. Sehen wir Könnte jetzt so mal endlich das investieren. Foul der. Was ist das berühmte Foul der Waldelfen? Oh ja. Da kommt es und uiuiui. Der Rattenoger, ein halbes, ist raus. Und lass meine Frau in Ruhe, ist auch raus. Natürlich, aber der Tausch war gerecht, oder? Ja, schon, aber kann mir einer sagen, wo seine Frau steht? Nee, nee, nee. Das sind Geheimnisse im Elfenteam. Tut mir leid. Verdammt. So, was wird Hupe jetzt versuchen? Definitiv ein Run über die Seite. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte tatsächlich vielleicht noch. Ah, da kommt er. Wollte schon sagen, ich hätte auch einen anderen Ballträger rangestellt. Das musst du machen in so einer Situation. Aber Hooper muss jetzt echt überlegen, wie kriege ich noch den Ball in so einer Situation? Sonst hat er nur am Ende den 2-1 ausgerichtet, das bringt ihm nichts. Nur was willst du machen, wenn du so in Bredouille gerätst, ne? Ja, Da ist das nicht ist mehr viel das drin. Problem der Rüstung Sima, dass sie ziemlich schnell vom Feld gehen, aber wir haben ja Rüstung 7 gegen Rüstung 7. Ui.
Und wir haben jetzt hier den 12. Zug. Die Ratten positionieren sich schon wieder um. Wieder äußerst aggressiv. Aber so musst du es auch machen. Ja, gerade wenn du in Unterzahl bist. Anders kannst du gar nicht mehr anders dann vorgehen. Ah, und da ist natürlich ein Reroll wichtig. Oder es war verklickt. Ich glaube, es war verklickt. Wow. Sehr schön. Und da keiner fängt den Ball. Das war so schön mit den Elfen und die Ratte so. Nö, 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 nö. Und da rennt die Ratte mit dem Ball weg. Ich glaube es nicht. Und go for it 1. Go for it 2. Ja, das reicht. 4 Fünftel steht vorne. Jetzt wird noch eine Absicherung gestellt. Oder, nicht. Oder gelegt. Bam. Naja, und was im Weg liegt, hilft auch. Naja, die Frage ist wirklich, ob es hilft. Ich weiß nicht mal, ob einer rankommen würde. Ich glaube. Doch. Wir haben jemanden dran. Der Werfer kommt dran. Ein Würfelblock. Oh. Da wird sich an 3 Fünftel gerecht dafür, dass er den Ball freigeholt hat. Auf jeden Fall. Und ich dachte immer, die Elfen sind Baumschmuser. Da ist 5 Sechstel raus. Mann, ich mag diese Zahlen. Und da, der Kampftänzer kommt dran, siehst du das? Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Er hätte noch den anderen ranstellen können, somit hätte er ausweichen. Keinen weiteren gekriegt. Aber Ball entreißen, guck da mal drauf. Eieiei. Ja, Stripball, ja gut. Aber man merkt halt wirklich die Fähigkeiten. Oh, und 2 Fünftel wird auch noch bestraft für diese Tat. Mit dem ewigen Schlaf. Tja. Und wir haben noch 4 Ratten auf dem Feld. In Runde 13. Komm schon, 4 Fünftel. Räche deine Brüder, hebt den Ball auf. Das wissen wir noch nicht, ob er es schafft. Ich drück die Daumen. Diese. Oh, dieses Ball hin und her hüpfen des Elfen. Jetzt nicht, muss natürlich der Blitz kommen. Und der Einwürfelblitz klappt. Ich glaube es nicht. Aber der Ball liegt äußerst schlecht. Ja, diese Ratte, die macht. Touchdown! Das geht doch. Ja, das sehe ich natürlich hier sehr interessant. Gehen wir doch in die Verlängerung. Wir werden es nicht wissen. Von den Elfen kommt der K.O. nicht wieder. Eieiei. Tja, da sehen wir mal. Was haben wir draußen? Ein K.O. bei den Elfen, ein Gefaulter draußen bedeutet, sie spielen mit 9 Spielern auf dem Feld. Gegen 6. 6. Ja, 4 sind endgültig weg, 3 sind nicht wiedergekommen. Gegen 6. Da sage ich mal Respekt. Das wird hart für die Ratten. Besonders da der Angriff bei den Waldelfen ist. Da hat jetzt Naffel gesagt, die Jungs kommen nicht wieder. Aber es war natürlich toll, wie diese Touchdown da unten erfolgt ist, ne? Hoher Anstoß, jetzt wird noch der Spieler unter den Ball gestellt. Wenn es richtig laufen soll, dann läuft es richtig. Ja, wenn, dann muss er nochmal wieder fangen. Ja, macht er. Und jetzt wird die Line weggeräumt als allererstes. 5 Ratten auf dem Feld. 5 Sechstel ist weg. Noch 5 Ratten sind da. Das ist so ein Spiel, hätte man ganz gerne auch in der Liga, glaube ich. Das sind so viele SSP gerade. Da musste der Reroll erfolgen, ganz klar. Jetzt ist noch der Baum an der Reihe. Dann gibt es bestimmt noch einen schönen Blitz. Und ein Siebtel ist auch verletzt. Sind noch 4 Ratten auf dem Feld. Was mich interessieren würde, ist einmal mit einem Baum faulen. Ich möchte gerne mal sehen, wie das aussieht. Wird er nicht machen. Schade. Aber trotz alledem sehen wir jetzt noch den schönen Blitz. Schiebung. Oh, aber
Jetzt wird der Baldrieger nach vorne noch geholt. Und da hätte aber um einiges nach vorne gehen können. Was soll denn passieren? Du hast eben die Ratten gesehen, was passieren kann, oder? Eine Unvorsichtigkeit. Tja, und da musste der Riro kommen. Nur er hat ja auch noch zwei jetzt noch übrig. Ja, bedeutet halt jede Runde jetzt ein Reroll bei ihm und bei Stor noch ein Reroll. Stor kann natürlich jetzt sehr, sehr gut umstellen. Ja, mit der Übermacht von Elfen auf dem Feld auf jeden Fall. Da noch ein bisschen zubauen. Und wieder ein Pau. Ja, da hat jemand eindeutig ein bisschen mit Naffel geflirtet. Der Baum ist nicht einmal angewachsen bisher. Nee, das ist diesmal in diesem Spiel gar nicht passiert. Da klappt der Dodge nicht. 17%, dass dieser Dodge überhaupt klappt. Also nur ganz schön schlecht. Entschuldigung. Dafür, ja. So, aber diejenigen, jetzt, die es nicht wissen, 17% heißt eine 6 plus würfeln. Mhm. Also, wo soll das Plus herkommen? Also eigentlich eine 6 auf den Würfel kriegen. Vier Fünftel ist auch noch verletzt. Ich glaube, er hat gerade alle Fünftel raus. Ja, nee, hier vorne liegt noch ein Viertel. Ja, aber alle Fünftel sind weg. So, und jetzt ist der Touch schon erfolgt. 2-1. Jetzt muss ein One-Turner erfolgen, um noch in die Verlängerung zu kommen. Tja. Aber da sehen wir... 10 aus, draußen, noch 3 Ratten im Spiel. Das gesamte Elfenteam ist wieder da, mit Ausnahme der, der wegen Foul raus ist. 3 gegen 10. Ja, ich befürchte, da wird nichts mit One-Turner. Er ist auch nicht mehr möglich in diesem Punkt. Leider. Aber trotzdem war es ein sehr, sehr interessantes Spiel, liebe Zuschauer. Ich hätte nicht erwartet, dass so abgeräumt wird. Ich hätte nicht mit so wenig Elfen-Toten gerechnet. Das sind gar keine. Aber wir haben jetzt noch einen schnellen Zug. Aber er will nicht mehr kämpfen. Das Spiel ist vorbei. Ein schönes Ergebnis, ein hartes Ergebnis. Hier sind noch einmal die gesamten Werte. Hier habt ihr einmal die Würfelwürfe. 12-mal hat er den Baum bewegt. Keinmal ist Wurzelschlank geprockt. Ja, dafür ist wildes Tier 2-mal fehlgeschlagen. Gut, das ist aber noch im Rahmen. Ja, das ist ganz normal. Deswegen, liebe Zuschauer, lieber Stor, willkommen im Halbfinale. Noch 4 Spieler sind dabei. Stor, der Doktor, Chipmunk und Chris. Einer von diesen 4 wird den Pokal nach Hause bekommen. Wer es sein wird, das weiß ich nicht. Aber vielen Dank an dich, lieber Dustchilock, für dieses nette... Diese nette Unterstützung beim Kommentieren. Immer wieder gerne. Und euch da draußen viel Spaß noch am Rest des Pokals und viel Erfolg in der Liga. Tschüss. Bitte.